Herr Yisujin von Support, und heute zeigen wir euch, wie ihr ein Fenster, das aus dem sichtbaren Bereich herausgeschoben wurde, wieder in den sichtbaren Bereich hineinbekommt. Vielleicht kennt ihr das. Es passiert manchmal, wenn man mit Windows arbeitet, dass man ein Fenster anklickt, vielleicht etwas nach rechts schiebt oder nach links schiebt, aus dem Bildschirmbereich heraus, und schon ist es leider aus dem Bildbereich verschwunden. Die Frage ist jetzt, wie bringt man das wieder zurück in den sichtbaren Bereich? Es kann zum einen passieren, wenn man schnell arbeitet und das Fenster aus Versehen nach rechts schiebt oder nach links, wie gesagt, und es aus dem Bild ragt. Es kann aber auch zum anderen passieren, wenn man mehrere Monitore angeschlossen hat und erstmal mit dem rechten Monitor gearbeitet hat. Und dann, wenn man den zweiten Monitor absteckt und Windows nicht sofort diese Rückkalibrierung macht oder besser gesagt die Anpassung wieder auf einen Monitor macht, dass dann das andere Fenster im rechten Bereich hängen bleibt. Hierzu bietet Windows noch die Möglichkeit, das Ganze über einen kleinen Trick zu machen. Das heißt, ihr haltet die Alt- und die Tab-Taste gedrückt und tappt euch durch die verschiedenen Fenster durch, bis ihr bei dem Fenster seid, das ihr wieder zurückhaben möchtet. Lasst dann natürlich die Tab-Taste los und auch danach die Alt-Taste. Um nun das Fenster zu verschieben, haltet ihr die Alt-Taste gedrückt plus die Leertaste und V. Nun verändert sich der Cursor in ein Doppelkreuz, womit ihr das Fenster nach links und rechts über die Cursor-Tasten verschieben könnt. Also ihr haltet nur die Cursor-Tasten gedrückt, links, rechts, oben, unten, und schon merkt ihr, das Bild kommt in die Richtung, wo man es haben möchte. Wenn ihr einmal die Cursor-Taste gedrückt habt, könnt ihr auch mit der Maus arbeiten und auch mit der Maus dann das Fenster in die Richtung verschieben, in die ihr sie haben möchtet. Ihr müsst natürlich bedenken, wenn ihr nicht genau wisst, wo das Fenster davor gelandet ist, müsst ihr halt ein bisschen suchen. Das heißt, wir empfehlen, einmal kurz auf den Cursor zu drücken und dann mit der Maus hin und her zu schieben, bis ihr das Fenster wieder in euer Bereich habt, wo ihr es haben möchtet. Wenn ihr fertig seid, könnt ihr einfach mit der Maus einmal raufklicken, einen ganz normalen Linksklick machen oder auch mit der Enter-Taste das Ganze bestätigen, und dann bleibt das Fenster auch dort, wo ihr es hingeschoben habt. Das war es zum Verschieben von Fenstern, die außerhalb des Displaybereichs geraten sind. Schaut nochmal unseren Kanal nach, wir haben noch mehr Tipps und Tricks zu Windows 8 und zu Windows 7 und zu allen anderen Betriebssystemen, die aktuell auf dem Markt sind. Kommentiert in das Video und abonniert unseren Kanal. Das war's von mir und ich sage ciao.